Warum? Was war denn? Ach, das Auto dahinter. Warte mal. Lauf mal durch. Frohe Wenn wir draußen sind, rauchen wir noch eine Weile. Oh mein, das war ein guter Glühwein. Der hat Rosine noch reingemacht. Zum Essen machen wir heute was ganz Schönes. Das habe ich eine sehr gute Idee. Mache ich jetzt alle. Mache ich selber. Weißt du was? Musik für deine Ohren, eine Pizza. Da wird der Ofen vorgeheizt, dann wird die Pizza reingeschmissen. Etwas Leichteres gibt es nicht mehr. Kostet 29 Euro im Monat? Das muss ich mir mal anschauen. Was? 29 Euro. Ja gut, Anzahlung 4.000. Ja, Auto für 29 Euro im Monat lease. 29 Euro im Monat. 4.500 Euro Anzahlung. Naja, das ist... Dann müssen Sie sich was anderes einfallen lassen, liebe Leute. Zum Beispiel 0 Euro Anzahlung, 10 Euro Monatsleasing im Monat. Da können wir darüber diskutieren, weil keiner kann sich mehr ein Auto leisten. Wurde nicht so wieder Frage, aber ja, lieber nicht. Wer kann sich noch ein Auto leisten? Ja, unsere lieben Freunde, die Amerikaner, bleibt auf eurem dicken Schlitten sitzen.
Unsere liebe Freundin, der Amerikaner mit ihrer Cadillac, Chevrolet und alles drum und dran. Und verzieht nicht das Gesicht, gell? Nicht mit mir. Wart doch! Will ich gar nichts hören. Mit so einem Scheißdreck fange ich erst gar nicht an, sowas kaufe ich nicht. Und nicht erst recht, wenn man darum gebeten, gefragt wird, was ist, kaufst du es nicht? Eine Frechheit, sowas. Sowas muss vom Herzen kommen. Weil es für dich so eine riesengroße Bedeutung hat, ich kaufe es erst recht nicht, weil es für mich nämlich keine Bedeutung hat. Mein lieber Herrgott, das darf doch nicht wahr sein. Ja, ganz genau. Bleibt auf eurem Auto hocke, lieber Amerikaner. Aber was soll's, unsere lieben Deutschen werden wahrscheinlich ihre Mercedes und ihre Audis auch nicht mehr so schnell los. Deshalb, so weit haben sie es gebracht, die Autoindustrie. Eh sì, amici miei, italiani, tutto il mondo. Ormai siamo arrivati in una crisi internazionale. Una crisi internazionale. Nessuno si comprano più le macchine 99. E chi se le deve comprare? Le macchine, se non ci sono più soldi, né posti di lavoro, niente. La gente muore di fame. E chi lo dobbiamo ringraziare, questo sistema? Ben haben wir das zu verdanken. Unsere lieben Politiker. Die wollen mal alles besser wissen. So, ich rauche jetzt mal eine. Aber du hast noch Glück gehabt, weißt ja. Wenn man sieht, von wann aus bräuchte man nichts zu machen, ne? Hätte auch schlimmer ausgehen können. Ja, eine Verkannte von mir hat ihr Auto fast verschrottet.